Wir sehen in der letzten Zeit eine Beschleunigung der Expansion des Universums. Wir gehen davon aus, dass es sich immer weiter ausdehnt. Dann müssten sie es ja erstmal schaffen, ein Raumschiff zu betreiben über tausende von Jahren, auf dem sie dann auch leben können. Ja, das heißt im Grunde, wenn wir sagen, wir wollen andere Planeten besiedeln, würden wir erstmal ein Raumschiff besiedeln. Das ist dann sozusagen das Ende der Erde, ist aber noch ungefähr 4 Milliarden Jahre hin. Ich denke, wir haben wirklich noch wahrscheinlich 3 oder 4 Milliarden Jahre vor uns, wenn wir es schaffen, unsere ganzen anderen Probleme einigermaßen im Griff zu behalten. Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswit. Wohin dehnt sich das Universum eigentlich aus? Und wann endet es? Und wann kommt die Erde an ihr Ende? Warum dann immer noch Menschen da sein könnten, die das Ende ihres Planeten erleben? Und warum wir die Erde wahrscheinlich nie verlassen werden? Darüber und über vieles mehr habe ich mit dem Kernastrophysiker Daniel Bämmerer gesprochen. Er lehrt und forscht am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und ist Leiter der Teilchenbeschleunigeranlage im Dresdner Felsenkeller. Er kennt sich also bestens aus, sowohl mit den ganz großen wie den ganz kleinen Zusammenhängen im Universum und ist deshalb genau der Richtige, um ihn zur Zukunft des Universums und der Erde darin zu befragen. Um das zu tun, habe ich ihn in der Teilchenbeschleunigeranlage in Dresden besucht. Hallo, Herr Dr. Bämmerer. Hallo, Herr Hülswit. Herr Bämmerer, wie entwickelt sich das Universum eigentlich in der Zukunft? Wir alle wissen ja, es dehnt sich immer weiter aus. Da fragt sich der Laie natürlich, wie geht das? Wohin eigentlich? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, wohin sich das Universum ausdehnt. Da muss man natürlich sagen, was können wir in der Wissenschaft überhaupt wissen und untersuchen, ja? Und wir können das untersuchen, was wir beobachten können oder was wir mit unseren Modellen abgleichen können. Und das nennen wir dann gerade das Universum. Das ist ja sozusagen alles von dem, was unserer Beobachtung zugänglich ist. Und was wir beobachten, ist halt, dass es sich ausdehnt. Wir können also Sterne sehen, die sehr weit entfernt sind, oder Sternexplosionen in dem Fall, die sehr, sehr weit entfernt sind, und merken, dass sich diese explodierenden Sterne auch noch von uns wegbewegen, und zwar egal, in welche Richtung wir schauen. Das ist ganz spannend. Daraus können wir also nicht nur feststellen, dass das Universum sich ausdehnt, sondern wir können auch sagen, wie schnell das passiert. Ja, wir können so eine Art Expansionsgesetz ableiten, also die Fluchtgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit, mit der sich Sterne zum Beispiel von uns wegbewegen, die nimmt zu mit dem Abstand. Ja, also je weiter weg, desto schneller. Das ist also ganz spannend. Das heißt, das Universum dehnt sich immer schneller aus? Wir sehen in der letzten Zeit eine Beschleunigung der Expansion des Universums. Also man muss dazu sagen, es gibt sozusagen erstmal das grobe Bild, das Universum dehnt sich aus. Da gibt es auch ein relativ einfaches Gesetz, dieses Hubble-Gesetz, das die Expansion des Universums beschreibt. Und dann sind wir inzwischen so weit, dass wir kleine Abweichungen von diesem Hubble-Gesetz auch untersuchen können. Also das nennt man dann eine etwas beschleunigte oder verlangsamte Expansion des Universums. Das ist aber immer nur als Differenz zu diesem eigentlichen Prozess der Hubble-Expansion sozusagen zu sehen. Und da gibt es nun also jetzt in der kosmisch jüngsten Zeit eine beschleunigte Expansion, ja. Ganz spannend. So, und Sie haben jetzt gefragt, wohin wir uns eigentlich ausdehnen. Naja, das Problem ist ja, das, was wir sehen, ist ja das Universum. Was dahinter ist, sehen wir ja nun nicht. Ja. Und da kann man sich natürlich jetzt theoretische Gedanken machen, ob wir in irgendeinem Feld zum Beispiel einen Phasenübergang mitmachen und sich sozusagen außerhalb auch ein physikalisches Medium befindet. Aber wir können dazu, wenn wir ehrlich sind, gar nichts sagen als Naturwissenschaftler. Das ist eher eine philosophische Frage. Aber man hat eine Ahnung, wann dieses Universum enden wird, oder? Ja, das ist eigentlich nicht der Fall. Wir gehen davon aus, dass es sich immer weiter ausdehnt, ja. Also bei der Ausdehnung des Universums wird es auch immer kühler werden, ja. Also das, was sozusagen noch so an Strahlung übrig ist, die Temperatur der Reststrahlung wird immer weiter sinken, ja. Es wird der mittlere Abstand zwischen den diversen stellaren Objekten, der jetzt schon sehr groß ist, also der Nachbarstern ist ja noch nicht gerade um die Ecke, wird immer größer werden, ja. All das, ja, aber dass das Ganze noch einmal, sage ich mal, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, das ist zumindest kosmologisch erstmal nicht zu erwarten.
Wobei wir natürlich dazu sagen müssen, das sind die Effekte, die wir jetzt verstehen. Okay, unser Wissen über das Universum ist begrenzt, könnte sich noch ausdehnen. Und wann das Universum endet, zeitlich und räumlich, das kann man einfach nicht sagen. Also wir gehen nach dem jetzigen Bild davon aus, dass es sich immer weiter ausdehnt. Das kann man schon sagen. Und unser Wissen über das Universum ist also tatsächlich auch enorm. Es wird auch immer größer. Ja, also wir verstehen immer mehr. Aber wir müssen natürlich auch sagen, dass wir nicht alles verstehen. Ja, das ist immer so. Aber gerade das Standardmodell der Kosmologie ist inzwischen an vielen verschiedenen Stellen auch unabhängig überprüfbar. Also das heißt, da gibt es unterschiedliche Untersuchungsmethoden, mit denen man die gleiche Größe zum Beispiel bestimmen kann. Und das gibt dann Vertrauen, dass es doch sich um ein solides Modell handelt. Verändert sich der Nachthimmel dadurch irgendwann? Also dass, wenn in irgendeiner Zukunft Menschen hier stehen würden und hochschauen würden, dass sie nicht mehr so viele Sterne oder gar keine Sterne mehr sehen würden, weil die so weit weg sind? Also der Nachthimmel verändert sich ja andauernd. Also wir haben zum Beispiel die Tierkreiszeichen, die sich ja drehen sozusagen. Ja, also wer gerne sein Horoskop betrachtet, der nimmt sich ja immer das Tierkreiszeichen, das sozusagen traditionell zur Zeit der alten Griechen zu dem Geburtstermin oben war. Allerdings gibt es da ein langsames Drehen sozusagen des Fixsternhimmels, ungefähr alle 26.000 Jahre. Das heißt, in, sag ich mal, 2000 und ein paar Jahren, seit die alten Griechen in Griechenland unterwegs waren, hat sich es ungefähr um einen Monat gedreht. Ja. Also das heißt zum Beispiel, der Fixsternhimmel hat sich einfach verschoben. Ja. Und was wir dann auch für ganz, ganz lange Frist sehen werden, ist natürlich, dass der Durchschnittsabstand zu anderen Sternen größer werden wird. Aber ich glaube, dass das überlagert werden wird von lokalen Effekten. Also wir haben natürlich, wenn wir an den Himmel schauen, mit bloßem Auge sehen wir unsere lokale Umgebung. Und das wird dann nicht so sehr durch die Expansion des Universums, sondern durch die Bewegung unserer Milchstraße im Vergleich zur lokalen Gruppe von Milchstraßen. Das wird durch die Bewegung unseres Sonnensystems innerhalb der Milchstraße überlagert werden. Oder das wird das sein, was wir tatsächlich mit dem Auge sehen. Ja. Kann dann also durchaus zum Beispiel sein, dass wir plötzlich einen Stern sehen, der näher rankommt. Also ich will nicht zu weit in die Science Fiction jetzt gehen, aber wir reden ja zurzeit davon, den Mars zu besiedeln und von der Notwendigkeit, sozusagen die Erde zu verlassen, früher oder später. Wenn die Entfernung immer größer wird, wird das ja auch immer schwerer. Und wenn es extraterrestrisches, intelligentes Leben geben sollte, wird das für das ja auch immer schwerer, diese Entfernung zu überbrücken, oder? Ja, also ich sag mal so, auf den Mars zu fliegen, das könnte klappen für Menschen. Bisher hat es ja noch keiner geschafft. Man hat da eine ganze Menge Probleme noch zu überwinden, unter anderem auch, dass der menschliche Körper für so eine Weltreise von der Erde zum nächstgelegenen Planeten gar nicht gebaut ist. Ja, also wir können zum Beispiel nicht genau sagen, ob man die Strahlendosis überhaupt überleben würde, die man sich einfängt auf dem Weg. Ja, also es kann durchaus sein, dass man einfach auf dem Weg dann an der Strahlenkrankheit stirbt und dann eben das eben nicht mehr erlebt, die Ankunft auf dem Mars. Das ist alles noch zu untersuchen. Und das ist der einzige Stern innerhalb unseres Sonnensystems, der realistisch besiedelbar ist, der Mars. Ja. So, und wenn wir unser Sonnensystem verlassen, dann müssen wir zum nächsten Sonnensystem gehen. Das ist, glaube ich, 3-4 Lichtjahre entfernt. Das heißt, wenn Sie es schaffen könnten, so schnell zu fliegen wie das Licht, was aber die Relativitätstheorie ja doch verbietet, dann hätten Sie 3 Jahre Reisezeit. Aber wenn man sich realistische Geschwindigkeiten anschaut, dann sind wir im Reisezeiträumen von tausenden Jahren und noch mehr, ja. Und dann müssten Sie es ja erstmal schaffen, ein Raumschiff zu betreiben über tausende von Jahren, auf dem sie dann auch leben können. Ja, das heißt, im Grunde würde das bedeuten, wenn wir sagen, wir wollen andere Planeten besiedeln, würden wir erstmal ein Raumschiff besiedeln. Ja, also wir würden sozusagen erstmal auf einem Raumschiff leben und uns dort ernähren müssen. Auch dort sozusagen Kinder großziehen und sterben und deren Kinder müssten dann wieder großgezogen werden. Also das sind, wenn wir über tausende von Jahren reden, ist es ja nicht so, dass derjenige, der dann einsteigt ins Raumschiff, dann auch rankommt. Ja. Und die anderen an Bord würden vielleicht irgendwann vergessen, warum sie eigentlich unterwegs sind. Also wenn man sich mal überlegt, was die Leute vor 1000 Jahren im europäischen Mittelalter so beschäftigt hatten für Fragen, ja, dann sind das doch andere Fragen als die, über die wir heute diskutieren. Ja, und wenn man sich so überlegt, wenn die Leute sich, sage ich mal, ums Jahr 1000 vielleicht mal überlegt hätten, was könnte in 1000 Jahren relevant sein und uns dann einen Zettel geschrieben hätten, selbst wenn wir den Zettel jetzt noch finden würden, ja, ich weiß nicht genau, ob wir uns daran halten würden, was die da aufgeschrieben haben. Ja. Und wer weiß, wenn wir jetzt sozusagen unseren Nachfahren so eine Botschaft hinterlassen, ja, in 1000 Jahren möchtet ihr bitte das, das, das und das machen, ob die sich in 1000 Jahren dann sagen, naja, also es ist doch kalter Kaffee.
Also deswegen Besiedlung von anderen Planeten ist ein spannendes Thema, aber eher für die Literatur, denke ich mal, ja. Und es ist ja, hat ja auch einen ernsten Aspekt, ja, weil man ja immer auch sagt, okay, also das Leben auf der Erde wird schwieriger, Stichwort Klimawandel zum Beispiel, ja. Es ist eigentlich nicht so, dass wir eine technische Alternative haben, als Menschheit auf einen anderen Planeten umzuziehen. Sie sagten zwar, der einzige Planet, den man realistischerweise besiedeln könnte, sei der Mars. Nochmal letzte Frage dazu. Aber ist das denn wirklich realistisch? Wir kennen ja das Projekt Mars One von Elon Musk zum Beispiel. Das klingt ja immer so, als würde das nächstes Jahr passieren. Dann wird es doch immer wieder verschoben. Ist das eigentlich realistisch oder ist das Humbug? Na gut, also man kann ja Maschinen bis zum Mars bringen, dann könnte man prinzipiell auch Menschen bis zum Mars bringen. Wir haben das Problem beim Menschen, der ist halt ein Lebewesen, ja, und wir haben auf dem Weg zum Mars es mit sehr viel kosmischer Strahlung zu tun. Also das ist jetzt ein Feld, auf dem ich mich ein bisschen auskenne, ist die Auswirkung von ionisierender Strahlung auf den menschlichen Körper. Ja. Und das ist also so viel, dass es nicht klar ist, ob der Astronaut das überleben würde. Ja. Also die Astronauten auf der Raumstation kriegen auch sehr viel kosmische Strahlung ab, aber das ist sozusagen auf dem Weg zum Mars noch ein Vielfaches davon. Ja. Und das wäre zum Beispiel erstmal strahlenbiologisch zu untersuchen, ob das überhaupt funktioniert. Kann. Also was man wahrscheinlich, wenn man jetzt, sage ich mal, verantwortungsvoll handelt, machen müsste, ist, man müsste erstmal Tiere dorthin schicken und schauen, ob die das schaffen, ja. Also ein Tierversuch, ja, auch ethisch vielleicht nicht so optimal, ja, aber man müsste dann ein Tier haben, das also ein Jahr irgendwie in so einer Kapsel lebt, ungefähr ein Jahr dauert die Reise, ja. Und dann wieder zurückkommen kann. Also das sehe ich alles noch nicht als abgehakt, dass das wirklich funktionieren kann. Aber es, natürlich ist es eine realistische Perspektive, dass man es versuchen kann oder dass man es untersuchen kann, das schon, ja. Aber es ist nicht so, dass es jetzt sozusagen bereits fertige Pläne gibt und man muss nur noch einen Knopf drücken oder so und so viele Milliarden Euro investieren und dann geht das gleich los, ja. Kommen wir mal zum Raumschiff Erde. Was ist die Zukunft der Erde in unserem Sonnensystem, in unserem Universum? Ich fange gleich mal mit einer Gefahr, von der man ab und zu hört oder liest. Vor kurzem ging durch die Presse etwa der Asteroid Bennu. Der soll 2135 der Erde näher kommen als der Mond. Ich habe mal geguckt, wie weit der Mond eigentlich weg ist. Das sind etwa 380.000 Kilometer. Also schrammt er ja dann schon ziemlich knapp an der Erde vorbei. Ist sowas eine Gefahr für die Erde, für uns? Oder kann man da ganz beruhigt schlafen? Sowas wird nie passieren, dass so einer die Erde trifft. Na, also wird nie passieren, das kann man sowieso in der Wissenschaft ganz selten sagen, ja. Aber wir haben natürlich eine ganze Menge von Asteroiden, die auch uns begleiten, im Sonnensystem begleiten, jetzt haben Sie einen genannt, und die auch unterschiedlich reguläre und irreguläre Bahnen haben und die natürlich auch ab und zu mal in die Nähe der Erde kommen, ja. Und man kann natürlich jetzt auch Meteoritenkrater besichtigen auf der Erde, wo es also große Einschläge gegeben hat, historisch in der Erdgeschichte. Das ist immer mal wieder vorgekommen und hat natürlich dann auch dazu geführt, wenn es ein großer Einschlag war, viel Staub aufgewirbelt zum Beispiel. Der viele Staub kommt dann in die Atmosphäre, führt auch zu Klima- und Wetterveränderungen. Das ist alles richtig. Ich denke, man kann jetzt noch nicht genau die Bahn von dem Asteroiden vorhersagen. Also der ist, glaube ich, so eine Periode von einigen Jahren. Ja. Das heißt, man kann den sozusagen jedes Mal, wenn er in der Nähe vorbeikommt, immer noch ein bisschen genauer beobachten. Es ist ja auch schon mal ein Landegerät dorthin geschickt worden. Aber wenn man es jetzt extrapoliert, also viele, viele Umlaufbahnen später sozusagen extrapoliert, dann kommt er irgendwann im nächsten Jahrhundert relativ nah, aber eben noch nicht auf die Erde. Aber diese Extrapolationen haben Unsicherheiten. Natürlich kann es auch sein, dass er die Erde trifft, klar. Man könnte jetzt wahrscheinlich auch eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Ich glaube, die ist nicht sehr hoch, aber auch nicht null. Ja, aber ich würde mir darüber jetzt im Moment nicht so große Sorgen machen. Es gibt andere Probleme, die viel wahrscheinlicher auftreten und an denen wir vor allem auch was ändern können. Trotzdem denkt der Laie natürlich, was macht man denn, wenn jetzt klar wäre, dass einer die Erde treffen wird zu einem bestimmten Zeitpunkt?
Hat man da irgendwelche Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun? Ja, wir haben auf jeden Fall eine Weile Zeit, drüber nachzudenken. Ich meine, wenn dieser Asteroid in 100 Jahren sehr nah an der Erde vorbeikommt, dann ist er ja in 90 Jahren auch schon recht nah, in 80 Jahren ziemlich nah und so weiter und so fort. Also es wird dann immer dichter und je dichter er vorbeikommt, desto präziser werden auch die Vorhersagen, desto präziser kann man also auch wissen, wie es sozusagen sein wird und sich entsprechend darauf vorbereiten. Und bei diesen irregulären Bahnen gibt es auch viele Effekte, die noch gar nicht so gut verstanden sind, was nun eigentlich genau dessen genaue Bahn sozusagen bestimmt. Vielleicht kann man da noch was dran ändern. Ja, also wir haben ja mit der Sonne eine unglaublich starke Energiequelle zur Verfügung. Da kann man sich natürlich überlegen, wie nutzt man zum Beispiel das aus, den Teilchenwind, der aus der Sonne kommt, den könnte man vielleicht so eine Art Teilchenwindsegel bauen. Man könnte einfach die Wärmestrahlung nutzen aus der Sonne. Das sind ja alles relativ starke Energiequellen. Und wenn man die richtig nutzt, kann der vielleicht aus der Bahn geworfen werden. Würde ich aber erst machen, wenn man einigermaßen präzise Vorhersagen treffen kann, denn ansonsten richtet man vielleicht mehr Schaden an als Nutzen. Ja. Selbst wenn, sage ich mal, der Einschlag unvermeidlich wäre, muss man halt anschauen, die Dinger werden natürlich in der Atmosphäre erstmal noch ein ganzes Stück kleiner, ja, es brennt einiges ab, ja, und dann treffen sie auf die Erde auf irgendwo. Na gut, wenn man dann direkt an der Stelle ist, ist schlecht, ja. Wenn man den auf den Kopf bekommt, das wird man sicher nicht überleben, aber die Frage ist natürlich, was dann sozusagen passiert global, ja, also zum Beispiel der aufgewirbelte Staub wird dann vielleicht so sein wie bei einem größeren Vulkanausbruch. Darauf kann man sich eventuell vorbereiten, ja, dass man sagt, okay, also weiß ich nicht, wir gehen davon aus, dass wir jetzt ein paar Jahre lang keine Nahrungsmittel anbauen können, muss man halt Vorräte anlegen zum Beispiel. Okay, man wäre ihm nicht ganz schutzlos ausgeliefert, das klingt doch schon mal beruhigend. Und wichtig ist, das muss ich als Wissenschaftler, Entschuldigung, auch noch sagen, wichtig ist natürlich auch sowas zu untersuchen und zu beobachten. Ja? Also wir haben halt jetzt die Möglichkeit zum Beispiel sowas ganz genau uns anzuschauen, die sollten wir nutzen. Ja? Also ich meine, einfach nur zu sagen, okay, das ist nicht so wahrscheinlich, dass es ein Problem ist, wird schon nicht passieren. Das ist, denke ich mal, unserem Stand der Technik nicht mehr angemessen. Wir können heutzutage sowas also sehr genau beobachten und dadurch dann wirklich auch eine kalibrierte Antwort entwickeln mit der Zeit. Und die Chance sollten wir schon nutzen. Wir haben vorhin gesagt, das Universum ist nach unserem Wissen erstmal nicht endlich, aber die Erde ist endlich. Wann und wie endet denn der Planet Erde? Naja, der Planet Erde ist ja Teil des Sonnensystems. Also wir sind sozusagen quasi ein Anhängsel der Sonne, ja. Und das bestimmt auch unsere weitere Zukunft. Ja, also erstmal haben wir natürlich Glück. Die Sonne ist ein Stern, der also perfekt von seiner Masse her für uns geeignet ist, weil er eine sehr, sehr, sehr lange stabile Brennphase hat. Das sind ungefähr 10 Milliarden Jahre, die diese Sonne eine sehr, sehr stabile Fusionsphase hat, wo sie Wasserstoff zu Helium verbrennt, also das leichteste zum zweitleichtesten Element und das auch wunderschön konstant. Und in dieser Zeit erfreuen wir uns eigentlich dieses Sonnenlichts und einigermaßen gleichmäßiger Bedingungen. Ja. Probleme gibt es dann, wenn dann der Brennstoff irgendwann doch aufgebraucht ist, ja, was halt eben durch diese Bedingungen, die wir an der Sonne haben, eben lange dauert, aber natürlich nicht unendlich lang. Ja. Irgendwann ist er dann doch aufgebraucht. Dann wird die Sonne in eine andere Brennphase übergehen und als Teil dieser anderen Brennphase wird sie sich vergrößern. Da wird sozusagen es einen Außenbereich der Sonne geben, der bis an die Erdbahn heranreicht. Und dann wird sozusagen sehr heißes Plasma in der Nähe der Erde sein. Wir werden davon verschlungen werden. Wir werden dann sozusagen wirklich Teil der Sonne, nicht nur Teil des Sonnensystems, sondern Teil der Sonne werden. Das ist dann sozusagen das Ende der Erde. Ist aber noch ungefähr 4 Milliarden Jahre hin. Leben auf der Erde oder menschliches Leben auf der Erde ist wahrscheinlich schon lange vorher nicht mehr möglich, weil es immer wärmer wird. Das glaube ich gar nicht, denn bis kurz vorher wird die Sonne noch ungefähr in ihrer Hauptreihenbrennphase sein. Ja? Das ist sozusagen dieses Abzweigen auf diesen Riesenzweig in der Sternentwicklung. Das wird relativ schnell gegen Ende dieser Brennphase passieren. Also ich denke, wir haben wirklich noch wahrscheinlich 3 oder 4 Milliarden Jahre vor uns, wenn wir es schaffen, unsere ganzen anderen Probleme einigermaßen im Griff zu behalten. Aber sag ich mal, geologisch und astronomisch haben wir viel Zeit vor uns. Muss man sich natürlich überlegen, die Erde ist ja erst 4 Milliarden Jahre alt oder 4,5, ja. Und in der ganzen Zeit hat sich überhaupt erst Leben entwickelt und dann irgendwann das menschliche Leben entwickelt, ja. Die Dinosaurier sind vor 50 Millionen Jahren ausgestorben. Also wir haben, wenn wir unsere zivilisatorisch gemachten Probleme in den Griff bekommen, haben wir jetzt eigentlich die Chance, noch mehrere Milliarden Jahre auf der Erde gut zu leben.
Das ist mal eine Aussicht. Für die Letzten wird es relativ unangenehm. Wir können als Menschheit wesentlich länger auf der Erde sozusagen leben als die Dinosaurier. Und das ist schon mal was, ja. Natürlich wird es dann auch Kontinentalverschiebungen geben. Es wird viele, viele Veränderungen geben, ja. Aber richtig unwirtlich, denke ich mal, wird es erst in, sag ich mal, ungefähr 4 Milliarden Jahren werden. Wir können länger als die Dinosaurier auf dem Planeten überleben, wegen unserer technischen Fähigkeit. Das sehe ich nicht unbedingt. Also als Menschheit jetzt, als technische Zivilisation gibt es uns ja noch nicht so lange. Ja. Also die Industrialisierung ist ja jetzt erst vielleicht 200-300 Jahre. Ja. Und vorher haben wir eigentlich hauptsächlich vom Ackerbau und Viehzucht gelebt. Und sowas hängt ja eigentlich nur von den klimatischen Bedingungen ab. Dass sozusagen es irgendwo auf der Erde halt ein Klima gibt, wo es ab und zu regnet, wo ab und zu die Sonne scheint, wo man sozusagen Nahrungsmittel anbauen kann. Und das ist relativ low-tech, sage ich mal. Ja, also da braucht man Hacke und Pflug und so weiter. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass die Steinzeitmenschen, die noch nicht mal Hacke und Pflug hatten, die also sozusagen nur sich als Sammler und Jäger ernährt haben, dass die eigentlich viel glücklicher waren als wir. Ich denke, so eine Lebensweise wäre prinzipiell auch möglich. Allerdings nicht für so viele Menschen, wie wir sind. Ja, also um diese hohe Bevölkerungszahl, die wir jetzt haben, zu ernähren, braucht man tatsächlich die moderne Landwirtschaft mit ihren technischen Möglichkeiten. Die muss man ausschöpfen, sonst kriegen wir diese große Zahl von Menschen, die wir jetzt sind, nicht ernährt, mit unseren hohen Ansprüchen auch. Aber prinzipiell menschliches Leben auf der Erde wäre auch ohne große Technologie, also für wenige Menschen ja, aber auch langfristig möglich, ja. Es ist ja schon ein kleines Wunder, dass der Mensch auf der Erde lebt. Man kann das aber durch Evolution ganz gut erklären, wie es dazu gekommen ist. Aber dass jetzt die physikalischen Rahmenbedingungen passen, die vorher schon da waren, ist das nicht auch alles höchst unwahrscheinlich? Und erstarren Sie manchmal kurz vor Verwunderung sozusagen, dass unser Universum genauso ist, wie es ist? Ja, na klar. Also ich meine, man kann sich ja wirklich jeden beliebigen Zusammenhang anschauen, jede beliebige Naturkonstante anschauen. Also es gibt da Untersuchungen dazu, wenn man, weiß ich nicht, die Feinstrukturkonstante, da ist es besonders, die besonders genau vermessen ist zum Beispiel, wenn man die also nur um einen ganz kleinen Bruchteil verstellt, dann ist es schon so, dass ein Leben auf der Erde gar nicht mehr möglich ist. Wenn wir jetzt hier aus meinem Bereich, wir haben es mit leichten Kernen zu tun, wenn sie die Lebensdauer des Neutrons leicht verändern, die Masse des schweren Wasserstoffs leicht verändern, dann ergeben sich komplett andere Verhältnisse der chemischen Elemente und dann ist zum Beispiel das Leben, wie wir es so kennen, also dass wir unser Körper großteils aus Wasser besteht, also aus H2O, dann gar nicht mehr denkbar, weil eben diese Elemente gar nicht in dieser Häufigkeit vorhanden sind, um dann zum Beispiel dieses Wasser erzeugen zu können. Da reicht ein klein bisschen andere Neutronenlebensdauer, ein klein bisschen anderer Massendefekt beim schweren Wasserstoff. Ja. Also ganz viele solcher Sachen können Sie nennen. Ja. Und natürlich ist das extrem erstaunlich, ja, dass nun die Naturkonstanten genauso sind, wie sie sind. Ja. Es gibt ja auch das philosophische Konzept, ich weiß nicht, ob Sie darauf hinaus wollen, das anthropische Prinzip, dass man sagt, okay, also wir gehen überhaupt nur von Universumsmodellen aus, die darauf hinauslaufen, dass am Ende dann auch sich intelligentes Leben oder menschlich intelligentes Leben entwickeln kann. Ja, das kann man so sehen, ja. Aber eine genaue Erklärung dafür, warum jetzt nun diese Naturkonstanten so sind, wie sie sind, ja, haben wir bei einigen, ja, aber bei anderen wiederum nicht. Ja. Also man kann jetzt inzwischen einiges ja ableiten, ja. Aber andere Sachen, also zum Beispiel, wieso nun genau die Asymmetrie aus Materie und Antimaterie so ist, wie sie ist, ja, das ist eine interessante Frage. Wir können inzwischen sehr genau sagen, wie groß sie ist, ja, aber warum sie so ist, tja. Gut, üben wir uns an der Stelle in Demut. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Bemmerer. Vielen Dank, Herr Hülswit. Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht Sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülswit. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.